1. Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit Daniel und Olli. Hallo. Hi. So, wollen wir mal zum Sägewerk? Genau, wir bringen auch gerade unser Equipment zurück. Und krass, wie eng das hier ist. So, naja, eng geht eigentlich. Der hat gerade ja auch die geile Lenkung, ne? Ja, ich glaube, der lenkt mit der Hinterachse mit. Jo. Achtung, Olli, da kommen Autos. Die Revolution, der hat ja auch Einzelradaufhängung, ne? Ups. Der kann richtig krasse Stöße ausgleichen. Ja gut, ne, das hat es keiner gesehen. Was ich gemacht habe, das war ein ganz cooler Drift, ey. Also bitte, ja. Das war jetzt richtig, richtig cool. Ja, hat niemand gesehen, dass du an der Schranke hängen geblieben bist? Ich habe nicht hängen geblieben, ich bin da quasi zwischen den Pfosten und dem anderen Teil bin ich reingeschlittert. Ja. Ich lass mal deinen Gedanken fallen auf. Das ist so. Jetzt hast du mich abgelenkt. Jetzt hatte ich noch ein Thema. Jetzt habe ich es vergessen. Schulbildung. Ah, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, genau. Das, was Olli nicht hat. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Genau, und wir waren gefragt, Schulbildung, weil wir haben ja darüber schon mal gesprochen. Beziehungsweise wollen wir heute in der Folge, weil Olli ein lebender Beweis dafür ist, über die Schulbildungsunterschiede von zwei Bundesländern reden, weil Olli ist von Baden-Württemberg nach Niedersachsen gezogen und hat da ja auch einen Schulwechsel vollzogen. Und bevor wir wieder darüber reden, ist es so, dass vielleicht Olli, du ein bisschen erzählen kannst, wie es so für dich war, der Wechsel der Schule beziehungsweise vom Unterrichtsstoff, ob es da gravierende Unterschiede gibt, ob die Schulen gleich weit sind oder von Schwierigkeit des Schulstoffes, ob es da wirklich Sachen gibt, die du gravierend merkst. Ich merke schon eigentlich gravierend was, nämlich eigentlich meine Noten. Okay, das schlägt sich wie nieder? Das ist eigentlich so der größte Unterschied. Okay. Einfacher oder schwerer? Ich habe einfach viel bessere Noten. Okay, liegt das daran, dass du den mit dem Lehrpersonal, der dir was beibringt, besser klarkommst, der Stoff leichter ist in deinen Augen, oder woran kann das liegen, deiner Meinung nach? Naja, eigentlich alles beide. Also, es ist hier oben schon, also muss man echt sagen, ein bisschen gechillter, so vom Unterricht. Warte mal, von welchem Bundesland, in welches Bundesland bist du jetzt gezogen? Von Baden-Württemberg nach Niedersachsen. Okay. Genau. Und das spiegelt ja so wirklich das Gefälle nieder, also dieses Nord-Süd-Gefälle, das besteht ja im Schulbildungswesen. Also es ist ja wirklich so, dass immer noch gesagt wird, dass gerade Bayern und Baden-Württemberg so die Länder sind, die den strammsten Bildungsplan haben von Masse und von Schwierigkeitsgrad. Ja, haben wir aber auch. Also Baden-Württemberg hat es auch. Ja. Weil ich hatte es auch schon mit meinem Lehrer drüber, weil der auch schon durch ganz Deutschland gereist ist wegen seiner Arbeit und so weiter. Und ich habe das generell auch schon häufiger mitbekommen, es gibt ja auch so viele, gerade beim Abi ist es so mit diesen ganzen Systemen, LKs, GKs, da haben ja teilweise auch alle Bundesländer irgendwie was Eigenes. Dass das gar nicht so einheitlich ist, auch Anzahl der Stunden und sowas, das ist schon irgendwie teilweise ziemlich durcheinander, sag ich mal. Ich verstehe auch nicht, warum da die Bundesregierung jetzt sagt, wir haben ein Bundesbildungsministerium, warum die das nicht in die Hand nehmen. Ja. Und dann auch Abi und Abschlussklausuren in allen gleich. Ich finde das schwierig, auch nachher auf dem Arbeitsmarkt finde ich das halt schwierig, weil dann wird ja definitiv ein Abiturient aus Bayern quasi bevorzugt als jemand anderes. Oder stell dir mal vor, keine Ahnung, du hast als bayerischer Schüler Interesse an einem Doktorstudium und du brauchst nur aus Klausus von 1,0 auf deinem Abi. So, aber in Bayern ist es so schwer, dass du das nicht schaffst und deshalb beispielsweise jemand aus einem anderen Bundesland, wo es Abi in Anführungszeichen vermeintlich einfacher ist, dann beispielsweise Doktorand und, nee, nicht Doktorand, Quatsch, Medizinstudent sein kann. Das musst du ja auch eigentlich irgendwo beachten.
Olli, den brauchst du nicht sauber zu machen, den nutzt Wobei, ich habe selber die Erfahrung gemacht, einer ist in der 7. Klasse oder 8. Klasse zu uns gezogen, also in die Klasse, so hier bei uns in den Ort und hat dann auch mit mir zusammen eine Klasse besucht. Und der war auf einer Realschule in München und, also Bayern sollte ja eigentlich recht gut sein, ne, was das Bildungssystem angeht, oder recht stramm, sagen wir so. Ja. Und der war wohl da ganz in Ordnung und der war hier richtig schlecht. Obwohl der sich auch auf jeden Fall Mühe gegeben hat. Wieso das? Das weiß ich. Gibt's da einen Grund? Weiß ich nicht. Okay. Irgendwie hat das hier nicht mehr so ganz hingekriegt. Olli? Hm? Feld 24, 3 und 4 kannst du Gerste ansehen. Wenn du willst. Also der Felder im Anführungszeichen Verbund. Genau, das wäre immer so. Ich sehe nämlich jetzt die 33 noch an mit Weizen und die 35 und 34 wollen wir Sonnenblumen drauf machen. War doch so, David, oder? Hm. Dann wollten wir das machen. Wir wollten auch irgendwo Mais machen. Nee, Sonnenblumen wollten wir machen. Mais können wir noch gar nicht, wir haben noch nichts für Mais. Wollten wir uns nicht so einen Anbauhäcksler mieten oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Ja gut, dann machen wir das erstmal nicht. Keine Ahnung, wenn du das sagst, machen wir das. Also, du bist Chef. Bei Hexen wäre vielleicht mal was für die Aktion. Vielleicht ja, stimmt, so das stimmt, da haben wir mehr Mitspieler. Das wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht halt nicht im ersten Durchgang, weil wir jetzt halt relativ viel angesät haben von anderen Dingen, aber... Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, David. Da hast du recht. Und mit dem Anbauhäcksler kommt es dann noch ganz gut nach. Dann, keine Ahnung, wir haben ja 4 Plätze. Dann könnte einer Häcksler fahren, 2 Abfahrer und einer verdichtet. Ja, klingt doch gut. Ja, das klingt sehr gut. Ja, pass auf, dann machen wir es auch so. Dann lass uns jetzt hier den Durchgang Sonnenblumen ansehen. Dann haben wir nur Sachen zum Ernten drauf. Diesmal. Und den zweiten im Marathon machen wir dann nur Mais, alle Felder. Da können wir auch die Silos mal füllen für die Kühe, die zukünftig dann kommen werden. Oder vielleicht da ein bisschen Wechsel, aber die großen Felder halt beispielsweise mit Mais. Was hältst du davon? Ja, machen wir so, denke ich. Okay. So. Aber Olli, jetzt von deinem Vergleich, ist es aber so, du bist jetzt aber in derselben Schulform, also du hast jetzt nicht beispielsweise von Realschule auf Hauptschule gewechselt oder sonst irgendwie, sondern du bist im selben Leistungszweig. Ich bin im selben Leistungszweig, okay. Ja. Nur, ich sehe es halt auch extrem krass an meinen Noten, also ich kann es ja jetzt sagen, das ist mir jetzt sowieso egal. Ich hatte unten in Baden-Württemberg hatte ich nur 3er, 4er und 5er. Ja. Ich sag's es einfach mal. Ja, also fühl dich nicht gezwungen dazu, aber okay. Nee, mir ist das sowieso egal, weil ich dieses Jahr jetzt sowieso einen besseren Abschluss mache. Und ich merke das halt jetzt schon. Also an meinen Noten, die ich schreibe. Und an so einem Lernstandsgespräch, was wir da hatten. Ja. Und mein Lehrer hat aber auch gesagt, dass ich jetzt nur 2er und 3er im Zeugnis habe. Ja, hast dich eine bis zwei Notenstufen halt verbessert dann. Ja. Und das geht aber dann durch alle Fächer. Also du hast nicht dann, sage ich mal, irgendwie in Baden-Württemberg Probleme gehabt mit Mathe und jetzt hast du hier in Mathe dann eine bessere Note, sondern es geht das durch das komplette Zeugnis bei dir. Es geht ums komplette Zeugnis, okay. Ja. Ich hatte zum Beispiel in Deutsch und Mathe eine 4. Hm? Das ist auch nur, weil ich 2 Arbeiten in Mathe verhauen habe. Ja, passiert. Klar. Weil ich Satz des Pythagoras nicht verstanden habe. Hm. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, weil das kann ich jetzt perfekt. Ja klar, gut, das liegt dann wahrscheinlich wieder am Lehrkörper oder am Lehrpersonal, wie die dir das vermitteln. Ja, weil das zum Beispiel ist nochmal so ein anderes Thema. In der Schule habe ich das nicht verstanden. Habe ja die 2 schlechten Noten. Also nach der ersten Arbeit habe ich schon gesagt, dass ich irgendwas ändern muss, aber ich habe es halt einfach nicht verstanden, egal was ich gemacht habe. Ja. Da hat meine Mutter mich aber in. Wie heißt es denn? Nachhilfe angemeldet. Ja. Ja.
Da war ich einmal in Nachhilfe, hab halt gesagt, dass ich das Thema nicht verstehe. Und da hat mir so ein Realschüler, war es glaube ich, der war auch 9. oder 10. Klasse, hat mir das Thema dann einmal wirklich vollständig erklärt, so dass ich es wirklich komplett verstanden habe. Also von Schüler zu Schüler, ja. Ja. Hatten wir auch in unserer alten Schule auch, dass man sich so anmelden konnte, so nach dem Motto, ich habe in den und den Fach Probleme. Oder haben die halt in den älteren Stufen dann Leute gesucht, die wieso Nachhilfe geben wollten, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Okay. Ja, und dann wurde man so ein bisschen so vermittelt, sag ich mal. Ist aber eigentlich eine schöne Geste. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Saatgut, ist mir gerade aufgefallen. Ja gut, die Sämaschinen sind voll, die sind halt nicht klein, ne, vom Volumen. Ja. Nee, nur auf jeden Fall habe ich das halt dann verstanden. Ne? Schneide ich halt das Thema nicht mehr schlecht ab, weil ich es halt jetzt einfach kann. Okay. Und gerade sowas wie Satz des Pythagoras, das wird dich noch lange begleiten. Ja, aber ich kann es jetzt. Okay, ja, es kommt drauf an. Wenn du halt Zimmerleute und sowas, Dachdecker, die brauchen das. Also entweder was im IT oder im Mechatroniker-Bereich. Okay, als Mechatroniker vielleicht auch noch. Ja, aber ITler nicht. Ich brauch's auch nicht in meiner Arbeit. Ja, klar. Ich brauch halt andere Dinge. Ich brauch halt sehr, sehr viel Finanzmathematik. Ja. Ja, aber gerade so Zimmermann-Leute mit Dachstuhl ausmechten und so weiter. Natürlich, ja, aber auch die brauchen halt, bei mir beim Anlagenbau, Rohrleitung. Ja, klar. Bohrisometrien. Da kommen dann noch so ein paar andere, die ganzen Radialgeschichten. Ne? Aber dieses Satz des Pythagoras, ist das nicht dieses A² plus B² gleich C². Ja. Ja, genau. Und damit du halt bei einem Gleichschenkeligen eine Seite ausrechnen kannst. Genau, das richtig. Das ist eigentlich wirklich das einfachste Thema überhaupt. Aber ich war halt ja gut, man muss es aber verstehen. Und wenn man es nicht versteht, dann ist jedes einfache Thema einfach bullisch schwer. Ja, und ich war halt einfach so durch und ausgelaugt und keine Ahnung was, weil ich einfach jedes Jahr die gleichen Lehrer hatte. Ja, du bist halt frustriert, weil du bringst schlechte Noten mit, obwohl du Gas gibst. Oder versuchst Gas zu geben, aber du kommst halt nicht voran. Und das kann dann halt wirklich dazu führen, dass du halt resignierst und dann einfach nicht die Noten schreibst oder die Noten bekommst, die du halt brauchst. Ja. Ja, guck mal, ich kenne das Thema mit Lehrern, die einem nicht so wohlgesonnen sind, beziehungsweise mit denen du persönlich nicht klarkommst, egal was auch immer vorgefallen ist oder das. Da hast du ja schon mal deine Mega-Story zu. Ja, genau, da hatte ich auch schon mein Ding, deswegen verstehe ich dich da gut. Ja gut, aber es gibt halt auch einfach schon Lehrer, wenn du neue Lehrer hast, die einfach ins Klassenzimmer reinkommen und du weißt von Anfang an, du kommst mit denen nicht klar. Ja, das kenne ich auch. Es ist halt einfach so. Ja. Wir hatten, was noch dazu kommt, ja. Wir hatten jetzt 5., 6. Klasse, hatten wir den gleichen Klassenlehrer. Ja. Ich bin zwar Ende 5. erst gekommen, aber das ist ja ein anderes Thema. Nur 7., 8. und 9. hatten wir alle 3 Jahre, also die 3 Jahre, hatten wir jedes Jahr einen Klassenlehrerwechsel. Das war dann nochmal was, wo wir uns dann alle verschlechtert haben. Na gut, klar. Also das, ich hatte beispielsweise in der Grundschule, hatte ich auch oft Klassenwechsel, Lehrerwechsel, weil unsere damalige Klassenlehrerin ist beispielsweise am Teppichsaum hängen geblieben und ist mit dem Nasenbein auf die Tischkante geknallt. Da war für die Ende. Okay. Ja, klar. Und gerade im Grundschulalter, muss ich sagen, ist so eine Kontaktperson sau wichtig. Und wir hatten andauernd Wechselnde. Dann hatten wir so einen Lehrer, der eigentlich gar keine Zeit mehr hatte für unsere Klasse, so als Ersatzklassenlehrer. Der hatte eigentlich noch eine andere Grundschulklasse. Dann hatten wir Ich hatte allein in der ersten Klasse 3 Klassenlehrer. Weißt nacheinander. Du, und das ist, finde ich, nicht gut. Da hast du auch viel Probleme in Bezug mit Kontaktpersonen, weil du entwickelst dich ja noch. Du kommst, sag ich mal, gerade aus dem Kindergarten raus. Ja. Oder wie man es auch heute immer nennen möchte. Ja. Du bist immer an eine Vertrauensperson gewöhnt und kommst in die Schule. Und da wird das andauernd gewechselt. Du weißt nicht gar nicht, mit wem du dich an was halten sollst. Und das kann auch gefährlich werden für die weitere Bildung deinerseits. Ja, also bei mir war das wirklich so, die erste Lehrerin hatten wir ungefähr von Sommerferien eingeschult und so, ne? Ja. Herbstferien war die erste Lehrerin dann weg wegen Schwangerschaft. Na super.
Die zweite Lehrerin war auch eine Junge, die war dann so zu Ostern weg. Ja. Und dann haben wir eine ältere bekommen, aber die war halt eigentlich nicht so richtig Klassenlehrerin, weil die war nur halbtags. Mhm. Die war auch schon älter, die war auch schon über 50, weit über 50, würde ich sagen. Weiß es nicht genau, wie alt sie jetzt genau war. Auf jeden Fall, ich glaube mittlerweile ist sie auch schon auf jeden Fall nicht mehr Lehrerin. Ist ja jetzt auch schon, Einschulung ist ja bei mir jetzt auch mal schlanke 14 Jahre her. Ne? Ja, klar. Und wenn sie damals schon älter war, dann... Ja, dann wird die jetzt nicht mehr unterrichten. Obwohl, ich muss ganz kurz noch was einwerfen. Ich war jetzt positiv überrascht, weil der Sohn meiner Freundin wechselt ja jetzt die Schule, weil meine Freundin jetzt zu mir zieht. Und ich bin jetzt halt stark daran interessiert, sage ich mal, dass Paul auf die Schule kommt, wo ich damals war. Und witzigerweise ist es wohl jetzt so, also wenn das klappt, dass er sogar denselben Grundschullehrer bekommt wie ich. Der ist zwar jetzt in seinem letzten Jahr und geht dann in Rente, aber er könnte es sein, dass er noch ein Halbjahr denselben Grundschullehrer hat wie ich. Und das finde ich ziemlich krass, weil ich bin jetzt 29. Ja, das ist schon... Das ist schon eine Hausnummer. Und, aber ich habe dich unterbrochen, David, gell? Du warst was am Erzählen. Ja, wir waren eigentlich nämlich auch schon durch für heute. Ah, wir waren schon durch. Cool. Ja, und dementsprechend würde ich sagen... Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder zu. Da gibt es dann Chaos auf jeden Fall mit vielen Leuten und vielen Folgen und vielen Themen. Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.